Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Wir haben heute zum zweiten Mal auf diesem Kanal den Golf 4 1900 TDI ARL von meinem Cousin hier. Der kriegt mal eben so ein bisschen Service-Gedöns, also einmal Öl und Filter, also alle Filter. Das heißt alle Filter, Luft, Innenraum und Ölfilter natürlich. Ja, als erstes legt Tom sich dafür unter das Auto. Akkuschrauber 25er Torx, müsste das sein. Hat Tom jedenfalls gesagt. Und unter Bodenverkleidung abschrauben. Jetzt gucken wir mal. Die hat hier so rundherum so irgendwo ein paar Schrauben. So, wie wir jetzt sehen, ist da alles weg, halten Sie mal bitte. Und jetzt haben wir, nehmen wir euch mal einmal so und etwas Licht. Da haben wir die Ölablassschraube, die machen wir gleich auf, lassen das Öl raussuppen. Und wir sehen, dass der Turbolader ein wenig verölt ist. Das muss man im Auge behalten, das ist noch nicht doll, aber wir gucken mal. Wie gesagt, wir lassen gleich das Öl ab, machen dann oben natürlich den Filter auch schon auf und den Einfülldeckel und alles auf, dass das schön rauslaufen kann. Soll ich jetzt hier eintragen? Hier nichts mehr frei? Weiß ich noch nicht. Oh, und das Öl läuft. Aber auch dahin, wo es hin soll? Naja, mitten auf dem Boden, ne? Ja, das ist richtig. Schwarze Suppe. Jetzt kannst du die Lampe auch noch unbedingt, die schon wieder alle. So, habt ihr ja gesehen. Hast du die Schraube? Steck die doch mal eben zum Laden. Hast du die Schraube? Ja, die habe ich wieder. Ja, gleich einen neuen Dichtring suchen. Jetzt muss ich hier erstmal ISO einregeln. Wir ziehen den hoch. Wir öffnen den. Und wir lösen jetzt gleich nochmal den Filter. Ja, die können wir gleich sauber machen. Wäre jetzt natürlich fatal, wenn mein Filterschlüssel nicht passt. Aber das wird er tun. Das ist ja immer gepasst. Brauchen wir den Kanarre. Tom, lösen Sie bitte. Na, Finger weg. Die Knarre ist doof geworden. Genau, einfach ganz rausschrauben. Schön das ganze gute Öl da runterlaufen kann. Ich glaube, jetzt geht das mit der Hand. So. So, jetzt lassen wir das alles schön auslaufen. Das ganze Auto schön ausbluten lassen. Zwischendurch nochmal gucken, dass man die Wanne ein bisschen wieder vorzieht, damit das ja nicht nachher noch daneben läuft irgendwann. Das lassen wir jetzt hier nochmal so 10 Minuten ausbluten. Machen in der Zeit mal eben neue Dichtung rein, eine neue Dichtung auf den neuen Dichtring schon mal auf die Schraube und dann machen wir mit den Filtern weiter. Geht gleich los. So, ja, während das Öl noch weiter rausläuft, gehen wir mal zum Luftfilter über, der sich hier unter befindet.
Ah, wir sehen aber genug hier. Da haben wir, jetzt müssen wir gucken, da Kreuz ist auch schon drauf, genau. Müssten zwei auf der Seite sein. Wo ist die Gedönsschale? Hä? Ist doch so lang. Ja, wenn du die ist am Deckel mit dran. Ja, genau. Schrauben brauchen gar nicht ganz raus. So, noch eine? Nee, eigentlich sind das nur zwei. Und hier ist jetzt? Hör mal in die Kamera, ich guck mal eben. Wir tauschen mal eben. Warte. War so. Versuch mal. Wir luschern mal von hier. Da ist so ein Nupsi, da ist noch so ein Nupsi. Da. So, genau. Und jetzt warte. Guck mal hier, der Stecker ist ja auch im Weg. So. Das ist den Stecker vom Luftmassenmesser, müssen wir noch abziehen. Nimm du mal die. Nee, entriegeln. Der muss entriegelt werden. Nimm mal eben die Kamera, bitte. Jetzt. Da ist er. Der Luftikus. Einmal da raus. Und ich fürchte, ich habe den falschen gekriegt. Eindeutig der falsche Filter. Ja, der Karton ist schon mal wesentlich kleiner. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und das, obwohl ich beim Mannfilter auf der Seite gesucht habe, über die Schlüsselnummer von dem Auto. Okay, kommt dieser also erstmal wieder rein. Schüttel nur mal einmal aus. Der kann aber... Werde ich natürlich nachträglich... werde ich natürlich nachträglich alles den Filter noch tauschen. Jetzt hoffe ich nur, dass der Rest passt, dass der Innenraum füllt, dass der Luftfilter auch. Wollen wir den Teil noch mal gucken? Bevor du wieder einbaust? Ja, das könnte man tun. Das prüfen wir gleich mal eben alles. So, gut. Dann machen wir jetzt beim Öl offensichtlich weiter. Ja. Dafür ziehe ich mir andere Handschuhe an. Das ist der neue Ölfilter. Das sieht gut aus. Der scheint zu passen. Ja, ich kann jetzt nicht danach gehen, was draufsteht, weil das ist einmal ein, der alte ist ein Male und der neue ist ein Mannfilter. So, jetzt muss ich mal eben gucken, was hier an Dichtungen dabei ist. Tom, sieht man überhaupt, was ich mache? Ja. Hier sind zwei Dichtungen bei. Ja, eine hier unten, eine hier oben. Kleinen Schraubendreher nehmen und raushebeln. Wo ist der von eben, den ich zum Entriegeln hatte? Hier. Schön warm alles, weil wir vorher extra das ein bisschen gefahren sind, dass das Öl warm ist. Umso mehr von dem alten Öl kommt da raus. Wird jetzt vielleicht nicht gerade, keine Ahnung, 200 Kilometer Autobahn Vollgas fahren und dann direkt dabei, weil dann ist das Öl natürlich ein bisschen sehr warm auch. So, Dichtung klein.
Gerade gut, dass ich ein bisschen Öl an den Finger habe. Kann ich jetzt gleich die Dichtung schön ein bisschen einschmattern. Das macht man ja immer, dass man die Dichtung ein bisschen anölt. Filter drauf und wieder Rinder mit. Ja. Steht hier auch drauf, was er gleich kriegt, 25 Newtonmeter. Ist wirklich nicht viel. 25 Newtonmeter halt, ne? Wieder zurückdrehen. Gut, dann gehen wir jetzt hin. Jetzt ziehe ich mir erstmal die Siffhandschuhe aus. Jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher bei dem, weil ich habe im Innenraum noch nichts gefunden, wie beim Ibiza zum Beispiel. Ich meine aber, der müsste den Innenraumfilter hier haben. Ich muss das vorne noch ab. Ja, das sind dann erstmal die Dichtung hochziehen und diese drei, hey, vier Schrauben sind es sogar. Gehört da jemand rein? Ja. Wir werden gleich sehen, was hier drunter zum Vorschein kommt. Beim Lupo SDI zum Beispiel, also bei unserem Lupo, da ist er ja auch. Ja, das sieht nach einem Filter. Schrauben wieder mal in Sicherheit bringen. Dahin. Da unten drin ist er. Mal gucken, wie der da raus will. Nein, so jetzt habe ich es. So, also der ist hinten eingehakt, dieser ganze Rahmen. Das war gar nichts, das war alles gut. So, back. Hat der theoretisch da hat er eine Pfeilrichtung. Luft geht so da durch. Ich glaube, der alte war falsch rum drin. Die fluppt er auch. Von oben nach unten. Richtig? So war er dran. Ja, stimmt. Dann sah das nur so aus. Ist ja auch egal. Jetzt müssen wir den dann wieder einfühlen. Eins, noch eins. So, neuer Innenraumfilter sitzt. Also Deckel wieder davor. Jetzt komm hier. So, ja, jetzt haben wir alle Filter. Da ist noch den Luftfilter, da muss ich jetzt noch den passenden besorgen. Ich weiß nicht warum, das habe ich noch nicht so gehabt. Ich hoffe, ich kann den noch umtauschen, weil das schon eine Weile her ist, dass ich das bestellt habe.
Gut. Wie gesagt, da gucke ich dann gleich nochmal wegen Vergleichsnummern oder was nach. Jetzt ist er unten, glaube ich, schon gut ausgeblutet. Ja, da tropft nichts mehr. Das heißt, die Ablassschraube mit neuem Dichtring, da sind wir, wollen wir wieder reindrehen. Dann wird da unten einmal alles sauber gewischt. Und dann füllen wir das neue Öl auf. So, also Ablassschraube festgezogen, natürlich mit neuer Dichtung. Nicht zu festziehen, das ist, ich weiß gerade das Drehmoment nicht. Also ich mache das nach Gefühl. Wollen wir das nochmal neu machen mit Drehmomentanzeige? Ich weiß es eh gerade nicht, also es ist scheißegal. Google. Ich schreibe das Drehmoment rein. Und gut, ich schreibe euch das Drehmoment hier mit rein. Werdet ihr jetzt gesehen haben. Ja, jetzt habe ich den Kanister schon so weit vorbereitet, dass der 4 Liter hat. Schlecht zu erkennen, aber... Ja, es sind 4 Liter drin. Achso, das wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Aber eigentlich haben die 1,9er alle 4,5 Liter. Aber wir gucken es zur Sicherheit einmal im Serviceheft oder in der Anleitung nach. Da haben wir es. 150 PS bei 4000 Umdrehungen. 320 Newton bei 1900 Umdrehungen. Motoröl mit Filter 4,5 Liter. Genau. Nicht überfüllen. Jo, ist klar. Und weil dieser hier einen nachgerüsteten Partikelfilter hat, kriegt er die Ölnorm 50700. Also schönes 5W30. Deswegen, weil man ja auch nicht immer hundertprozentig alles rauskriegt, mache ich immer erstmal 4 Liter und dann gucken wir mal. Das ist auf keinen Fall zu wenig, um ihn dann mal laufen zu lassen. Und es ist eigentlich auch auf keinen Fall zu viel, weil wenn da über ein halber Liter drin bleibt, das wäre schon krass. So, den Kanister lassen wir auch noch ein bisschen austropfen. Wir wollen ja nichts verschwenden. Ja, dann lassen wir ihn gleich einmal laufen. Machen natürlich den Luftfilterkasten vorher dann noch zu. Lassen wir ihn gleich einmal kurz laufen. Dass das neue Öl sich einmal verteilen. Gucken dann nochmal, ob alles zu ist, also ob alles dicht ist, ob er irgendwo raussuppt, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich hab's einfach mal abfotografiert. Und dann... Achso, ja. Oh, ja. Und dann ja, gucken wir weiter. Also bis gleich. So, während auch Tom jetzt die Unterbodenverkleidung wieder anbaut, mache ich mal eben hier Serviceheft und Zettel ausfüllen. Service wurde durchgeführt. Ölservice. Bremsflüssigkeit überprüfen. Wir haben den genau, was hat er hier gekriegt? Steht da nicht bei. Wir schreiben aber natürlich gleich auf, welches Öl wir da reingehauen haben. Es ist ein Long Life bei dem. Wir haben heute den 27. April. Und der Kilometerstand war 361.680. Reparaturempfehlung, nein. Service durchgeführt von meiner einer. Wunderschön. So, Zusatzarbeit. Luftfilter wird ja gemacht. DSG haben wir nicht, das haben wir alles nicht, das haben wir nicht. Kraftstofffilter haben wir nicht gemacht. Reifendrucksensoren, nein. Reifenfüllflasche auch nicht. Staubfilter, Zündkerzen hat er nicht. Und eine Mobilitätsnarratie haben wir natürlich auch nicht. Service nach Intervallanzeige. Ja. Das gleiche hier. Erstmal
am 27.04.19 bei 361.680 Kilometer Füllmenge 4,5 Liter Ölfilter gewechselt. Nach Anzeige. Bremsflüssigkeit geprüft. So. Und auch hier eine Aufwärmung. Bremsflüssigkeit prüfen wir gleich. Da nehme ich euch auch gleich mit zu. Also die mal in Form wieder einhaken. So, ihr seht, ein Tom kämpft mit Unterbodenpappe. Ich helfe dir. Was hast du getan? Und vor allem heute die Zähne aus. Wo sind die? Die sind da vorne liegen. Ach da, neben mir. Geht jetzt? Ich will mal eben noch Bremsflüssigkeit prüfen. Warte mal, er ist noch wieder weg. Einfach aufdrehen. Schön, du bist auch da. Auf. Welcher Aufsatz? Was? Was denn? Aufsatz. Torx. Ja, genau. Du musst auch die Hand aufmachen, damit ich das nicht. Ich die Schraube noch in der Hand. Achso, deswegen. Ah! Now that makes sense. So, da haben wir Bremsflüssigkeitsbehälter. Da! Bremsflüssigkeit. Gucken wir mal, wie ich da hinleuchten kann. So. Der Stab, der hat hier. Ne, die zwei Pins da unten rein und wenn das. Gucken wir mal. Ja. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Machen wir mal so. Es leuchtet schon gelb. Ist also noch im OK-Bereich. Man sollte aber zeitnah wahrscheinlich Bremsflüssigkeit wechseln. Im Moment ist sie noch in Ordnung, aber man sollte es zeitnah machen. Werde ich ihm also so mitteilen. Jetzt gehen wir darüber und gucken auch noch den Frostschutz nach. Die habe ich bei eBay gekauft. Die passt. Die ist nur scheiße. Aber passen tut sie, darauf bestehe ich. Nein, bitte nicht. Wie wir sehen können, können wir sehen? Können wir. Haben wir bis minus 40 Grad. Kühlmittel geprüft. Da ist also auch alles gut. So. Ja. Und dann gucken wir jetzt gleich nur noch den Ölstand einmal nach, wenn wir ihn von den Rampen runter haben, damit er gerade steht. Und wenn wir soweit nämlich sind, sind wir wieder da. So, Auto steht auf der Erde, soweit alles gut. Jetzt gucken wir nochmal das Öl nach. Tom, wenn Sie bitte Ihres Amtes walten wollen. Man ziehe den Ölmehrstab einmal heraus. Sollte man in der Fahrschule gelernt haben. Einmal genau. Abwischen. Einmal abwischen. Man stecke ihn wieder rein. Führe ihn zärtlich ein. Ziehe ihn wieder raus. Und dann sehen wir. Lese den Ölstand ab. Und ich hoffe, man erkennt das auch im Video. Ja, wir sind ungefähr da. Also. Kurz vor Maximum, genau richtig, so wollen wir es haben. Das lassen wir so. Ölstab wieder rein, bitte. Genau, besser ist das. Natürlich auch nach ein paar Kilometern ruhig nochmal nachgucken, wenn ein paar Kilometer gefahren ist und dann natürlich das Auto eine Weile wieder gestanden hat, aber genau. Das sieht soweit gut aus. Motorhaube wieder zu. Motorhaube zu. Auto fertig. Und weg. Ja, das war's dann mit diesem Video. Moment, da ist Tom. Und wir wünschen wie immer viel Spaß beim Schrauben.